Na? Du auch hier? Ja, lässt mich rein. Kann ich reinkommen? Klar. Komm rein, ich koche gerade Kaffee. Cool. Du musst Schuhe abtreten? Ja, bitte Schuhe sauber machen. Hat das Gewicht hier. Oh, das ist natürlich immer gut da. Du bist so gastfreundlich. Ne? Ist deine Frau auch da? Ist sie in der Küche? Ja. Ich gehe mit. Ja, ich gehe mal. So, hier ist auch schon die Mutti am Kochen. Und, oh ja, jetzt habe ich natürlich meinen Becher draußen vergessen. Ich würde gerne mal eine Etage höher gehen. Jetzt braucht er hier noch 2 Minuten. Ja, ich gehe sowieso gleich mal aufs Klo. Brauche ich nochmal Klopapier? Er ist sogar sauber. Das gefällt mir. Hände waschen kann man auch. Wir können noch 4 Mann schlafen, oder? Das die Straße ist zu laut. Eigentlich wäre es genauso richtig. In so einer Halle Mopeds reinschieben. Durch. Ah, hier hat einer geschlafen. Das ist ein Scheißhaus. Coole Lederjacke. So eine riesige Halle, ey. Na gut, jetzt erstmal ein Käffchen trinken. Alter Schule. Im Dunkeln. Na gut. Alter, der ganze Boden ist ganz weich hier. Da sind 2 Türme, eine ist sogar noch dran. Ja. Die könnte man zumachen. Die andere mit so einer großen Platte zustellen, kannst du neben deiner Karawane. Ja. Habe ich mir auch so überlegt, aber hier gibt es noch andere geile Hallen. Ja. Wir haben ja auch noch 50 Kilometer. Hier ist er, der Picasso. Geil, guck dir das mal an. Dritter neuer Rock. Das ist ja DDR, ne? Ist das ein Original? FDJ. Deutsch-sowjetische Freundschaft. Das ist ja geil. Was ist hier unten? Selber gemalt. BKL, das ist Schnee, was BKL ist. Guck mal, hier hat einer gepennt. Was ist das?
Ach nee, die Flüchtige. Die Flüchtige. Flüchtlinge. Flüchtlinge. Das nehme ich mal. Ja, denn. Der braucht ja nicht aufräumen, dann nimmt er sich einfach einen anderen Raum, wenn der hier zu ist. Ja, genau. Oh. Geraucht hat er, Matrix. Hookie Dent. Ach, hier diese Frauen-Dinger, der jetzt anschaut, ja, das kann er auch nicht. Ach, dann noch, ist das ja ein Klo jetzt hier? Also, ist das ein Klo? Ja. Ich weiß, noch ein Kann man immer mal gebrauchen. Was? 21? Ist das ein Problem? Ich stehe eine Menge Kuli. So, Kaffee getrunken, jetzt sind wir wieder ein bisschen wach. 40 Kilometer müssen wir noch abrufen. Deshalb wird es auch langsam ein bisschen besser. Ich hoffe. Bei mir ist es tatsächlich hier, direkt hier auf den Billermann gelaufen. Wie du gesagt hast, ganz dicht sind die Dinger nie. Irgendwo ist es durch, direkt auf dem Penis gelandet. Ja, wir sind doch am Netto und so vorbeigefahren. Naja, jetzt erstmal. Ich habe mir erstmal ein bisschen Öl besorgt und versucht das hier mal, das Quietschen zu eliminieren. Und vielleicht wirkt es was. Schön auf die Bremsscheibe musst du das machen. Mache ich gleich noch, da hole ich mir noch was. So. Nicht, dass meine Radlager jetzt hier blockieren gleich, ey. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Warte. Ja. Da mache ich kein Öl hin. Das ist die Tachowelle, die quietscht. Hier? Achso. Ja, nee, das ist die Tachowelle. Mal sehen, vielleicht frisst sich das da irgendwie rein. So. Jetzt sind wir alle richtig, richtig schön nass. Auf meine Brille gesetzt. Was? Wer hat sich auf deine Brille? Ja, die ist jetzt wieder weg. Ah. Ja. Es hat jetzt die ganze Zeit gestürmt und geregnet, aber wir sind ja gut angezogen. Jetzt müssen wir den nächsten Discounter aufsuchen, um unsere Bierreserven aufzufüllen, sonst ist das ja nicht zum Aushalten hier. Aber es soll ja eigentlich aufhören, ne? Man kann ja nicht immer nur gutes Wetter haben. So, kurzes Verschnaufpäuschen und dann sind es noch 2 Kilometer bis zum Discounter. Und dann hoffe ich wirklich, also ich habe hier ein kleines Problem mit meinem Vorderreifen. Da wahrscheinlich ein Lager kaputt. Der blockiert wie meine Kardanwelle und quietscht doch genauso. Im Moment geht es gerade wieder. Ich hoffe, dass er mich noch mit nach Hause bringt. Boah, ansonsten keine Zwischenfälle, außer dass die Handschuhe komplett durch sind. Taschen. Scheiße, ey. Wie das so geht. Irgendwie haben wir gar keinen Bock zum Zelt aufbauen. Vielleicht finden wir irgendwas, wo wir heute Nacht drin pennen können. Eine Hütte oder so. Kann ja sein. Na gut. Wir kriegen alle in mich aus einem Kopf. Ja, das wird erst nicht.
Und wie geht's dir? Was macht das Gemüt? Erstmal tanken, ne? Starfebrise von der Seite, wa? Hä, wie geht das denn? Hä, wie geht das denn? Die dürfen doch gar nicht mehr abfallen. Die gehen noch ab. Du wirst zu Hause dein Sofa und den Fernseher lieben, wenn du erstmal wieder drauf sitzt. Dann weißt du, wie gut es dir geht zu Hause. Nee, es wird ihn nerven, weil es wird ihm langweilig sein. Ja, da passiert ja nichts. Ich bin auch immer sehr schnell genervt, wenn nichts passiert. Meldung, ich krieg, was ich wieder machen darf. Ich fühle mich irgendwie innerlich so klamm. Klamm? Da musst du mal ein bisschen Hampelmann machen, habe ich eben auch schon gemacht. Ein paar Walkies. Hoch, runter. Genau so, reicht. Reicht. Na ja, zum Glück habe ich einen Ruder dabei. Wenn es noch doller regnet, dann kann ich weiter rudern. Okay. Aber. Wie? Dreck sauber. Weg, Dreck weg. Die Karren sind sauber. Dreck weg. Nur mich das nicht. Na gut, hat einen Pizzaofen da drüber. Meine Karre ist auch wieder sauber. So, angekommen. Campinginsel Havelberg. Wir sollten jetzt hier erstmal durchfahren, können erstmal in das Zelt hier rein und dann sehen wir mal, ob wir vielleicht im Zelt schlafen können oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich habe irgendwie keinen Bock, mein Zelt im Nassen aufzubauen und wieder abzubauen. So, das ist cool hier. Und zwar folgendes. Michael, erzähl mal, was geht denn heute Nacht? Boah, ich weiß nicht, wir werden hier pennen, wir haben keinen Bock aufzurödeln, weil es draußen gepisst hat, wie Sau. Jetzt trinken wir erstmal ein Bierchen, dann gehen wir mal ein paar schnabulieren. Ja, und dann mal gucken, wenn wir hier noch ein bisschen was trinken. Aber das ist geil, dass wir... Was wir die ganze Zeit morgen gemacht haben. Genau, endlich mal trinken. Und das Geile ist, wir müssen morgen früh nicht abbauen. Richtig. Das ist hier doch für Markus perfekt. Nicht aufbauen, nicht abbauen. Guck mal, wie er lacht. Ich freue mich. Geil. So, also. Ja, das ist eine Furzerei. Wo penne ich denn? Ich meine, das Furzen. Schöne Sitzkissen, alles nass. Oh. Das heißt, ich fahre da morgen ohne mit. Das Gute ist ja, wenn einer zu laut ist, ist es schön zu spät. Kann man den ja in so einer Isomatte da hinten lassen. Die Feuerschale da hinten. Luftmatratze springt auch auf der Havel. Ne? Ach ja. Ja, ja, das haben sie auch schon mal gemacht. Ja, genau. Oh, ich trinke jetzt auch erstmal ein Bier. Ey. So, das Moped ist jetzt endgültig eskaliert. Hat ein bisschen geregnet unterwegs. Oh, herrlich. Ey, herrlich, dass wir dieses blöde Zelt nicht aufbauen müssen. Ey, das finde ich so geil. Ey, schlafen wie in einer Jugendherberge heute Nacht. Ey. Was ist vom Fahrtwind? Du bist braun geworden. Vom Fahrtwind. Ja. Ich habe immer eine heiße Fatze, aber ich glaube, das ist vom Fahrtwind. Ja, ja. Das ist Restalkohol, von der rauskommt. Ja, du hast ja auch die ganze Zeit diese kalten Regentropfen in die Fresse gekriegt. Ich? Du nicht? Nee, ich habe Visier bis hier. Oh, du Schwein. Ich auch. Ich fahre hier nur mit Brille, ey. Nein. Hast du ein Visier vor? Ich habe ein Visier vor. Warum habt ihr denn alle Visier? Ich habe aber auch kein Visier. Na gut, so ein kleines Ding habe ich auch. Das ist ja auch ein Jet-Helm. Mhm. Kommt von Jet-Pilot. Also mein Helm ist für das Geld ziemlich scheiße. Aber was erwartet man? Weil wenn man billig kauft, kriegt man billig. Ne? Ist halt so. Ich habe jetzt endlich eine Gasbuddel gefunden. Die kann ich gleich mal aufladen. Die hätte ich eigentlich am ersten Tag schon brauchen können. Aber am letzten Tag ist auch gut. Kann ich mir morgen für meinen Kaffee endlich mal selber machen. So, Bier auf. Was haben wir hier für dich? Was hast du? Dosenbier. Dosenbier? Das wahrscheinlich kleinste Partyfässchen der Welt. Yes. Prost. So, Prost. Auf die letzte Schlafstelle. Ich nehme ein Pulliken. Wir müssen mal gucken. Hast du Prost. Prost. Ich weiß doch gar nicht, wenn du nach Goslar fährst. Und dann halten wir nochmal ein.
Aber wenn ich morgen ein bisschen Saft auf dem Handy habe, dann habe ich ja ein eigenes Navi auch. Ne? Ich muss alles jetzt aufladen. Da ist Strom. Da werden wir nachher nochmal ein Zäpfchen reinstecken. Willst du die Batterie auch nochmal laden? Alles, ja. Ich hatte vorhin das Gefühl, dass er schon wieder schwächelt. Darum habe ich zwischendurch mit dem Kicker gemacht. Dann kannst du heute Nacht aufladen. Dann kannst du das ja morgen auf der Fahrt nutzen. Ja, wir haben noch einen Doppelstecker. Ja, genau. So. Das ist jetzt erstmal alles egal. Erstmal saufen jetzt. So, jetzt gehen wir nochmal in die Stadt rüber. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas zu essen. Und dann gehen wir zum gemütlichen Teil des Abends über. Ist aber auch schön. Campinginsel an der Havel. Ist aber wirklich eine Insel, ne? Das ist da in der Mitte. Ist eine richtige Insel in der Mitte. Wir sind über eine Brücke drauf gefahren. Finde ich cool. So, heute ist Gönntag. Wir gönnen uns jetzt mal hier. So, Männers, auf unsere letzte Station. Sagen wir mal Prost. Prost. Alle wieder trocken, alle wieder akklimatisiert. Prost. Trotzdem ist es immer heiß. So schnell kommen wir nicht wieder zusammen. Nee, aber guck mal, wie schnell das rumging, bis die Tour gestartet ist. Ey, ist ruckzuck, ne? Mhm. Auf deinen Geburtstag haben wir es noch abgekakelt. Mhm. Ja, ein Jahr knapp. Mhm. Aber ich glaube, länger darf es auch nicht gehen. Ich bin körperlich ganz schön angeschlagen. Mein T-Shirt hält auch nicht mehr länger durch. Und mein Tattoo. Das ist auf der nächsten Tour aber wieder Pflicht. Ne? Tattoo? Tätowieren? Das T-Shirt? Das T-Shirt kommt immer mit. Jetzt. Das wäscht aber auch nicht. Nö. Nee. Oh, italienische Art. Was hast du? Was ist das? Ach, ja, das ist hier Hawaii. Genau. Das braucht er gerne. Wie nennt sich das? Gyros Balkan Art. Pizza Gyros. Mm. Bier. Wie immer, Carsten. Du sollst den ganzen Tag nur Bier, ey. Flüssiges Brot. Manna. Der verdirbt uns noch, ne? Carsten, so kenne ich dich gar nicht. Und dann sagt er ständig, oh, trink doch auch mal ein Bier. Das hältst aber nicht weiter. Das bisschen, was du jetzt kann auch trinken, ne? Fastenzeit ist bald wieder. Weißt du, Carsten kommt aus dem Zelt, gleich Bier auf. Morgens, beim Aufstehen, höre ich schon ploppen aus einem Zelt. Aus dem anderen Zelt furzen, da ploppt es raus. Das ist also teilweise habe ich aber auch gedacht, wenn jetzt ein Bullenwagen um die Ecke kommt, ne? Durch die Baustelle, über den Fußweg, überall. Die sind uns immer begegnet, aber die hatten keine Zeit. Hast du das gesehen? Mhm. Das habe ich auch gesehen. Da dachte ich, oh, sag mal, warte, ich was ist jetzt passiert? In dem Moment habe ich mir so gedacht, komm her, die nehmen wir jetzt auseinander. Ja. Es regnet schön, ja, genau. Die müssen richtig auspacken. Genau. Jetzt, genau. Dieser Bus, der da links stand. Ne? Ja. Und dann sind wir aber abgebogen. Naja. Und genau, dann sind wir gleich abgebogen. Ja. Oh. Ich habe in den Rückspiegel geguckt, na, kommen sie uns jetzt hinterher. Die hätten uns komplett auspacken lassen. Definitiv. Auf alle Fälle. So. Jetzt gehen wir mal das Feld unsicher machen, ne? Das gibt wieder ein Saufgelage, ey. Aber letzter Abend. Ja, den wollen wir jetzt nutzen. Können wir ja so ein bisschen verstecken. Ich schieb mal. Oder wollen wir in der Küche eine Steckdose? Ja. Ich muss mein Moped da irgendwie rüberschieben, weil ich möchte das, auch nochmal laden. Nicht, dass ich das morgen früh nicht ankriege, weil heute Morgen hatte ich ja Probleme. Und zwischendurch habe ich gemerkt, dass ich schon Startprobleme habe. Darum habe ich den Kicker so oft genommen. Die Batterie ist bald leer. Ja, dann lad die auf heute Nacht. Dann kannst du morgen nächstes auf der letzten Etappe noch ein bisschen USB-Anschluss nutzen. Ja, auf jeden Fall. Fürs Navi dann. So, hier wird jetzt das Lager aufgeschlagen. Alter, ey, hier werde ich den Sound vermissen. So, wir schlafen hier drüben.
Habt ihr auch noch ein Plätzchen für mich? Ich schlaf dann da hinten irgendwo. So, wie sieht dann so ein Bett aus? Ist doch okay. Ist doch auch ein Zelt drüber. Ja. Nur ein großes halt, ne? Ich finde das gut. Dann können wir uns nachher einfach hinlegen und gut ist. Ja. Morgen müssen wir die Scheiße nicht nass wieder zusammenpacken. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war, uns hier jetzt noch auf den Platz zu lassen. Ja, hier ist schön still auf dem Platz gewesen. Hier, das ist wie ich am Klohaus auf der Raststätte. Genau so habe ich da auch gepennt. Wo? Auf dem Klohaus an der Raststätte. Hier stand nur mein Motorrad, da war die Wand. Genauso muss das aussehen. Hauptsache, hier rennen heute Nacht keine Ratten durch, die uns anfressen. So, ich gehe jetzt nochmal eine kurze Runde. Hier ist jetzt mein Schlafplatz. Hier trocknen unsere Klamotten. Hier schläft Micha hinter dem ranzigen Tisch hier. Markus liegt hier mittendrin. Hat sein Einrad auch dabei. Hier, Carsten. Nacht, John Boy. Nacht, Jim Bob. Nacht, Marianne. Nacht, Sue Ellen. Nacht, Sam. Und hier Nacht, an seiner Karre pennt André. Also er versucht zumindest. Also wir versuchen es zumindest. So, und jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil des Abends. Ballast wegtrinken, ne? Oh, ich habe in meinen Taschen noch ein Bier gefunden. Das muss auch noch weg, das nehme ich nicht mit. Gut. Das ist das Scheidebier. Mhm. Mal zu Hause. Und da wollen wir uns das gleiche drauf machen, dann machst du. Machst du nicht, dass die Kinder sind verarscht. So, und jetzt unterm Tisch. Okay, ich hab's mal ein Pärchen. Man könnte natürlich auch irgendwie ein Domino für uns bauen. Aussehen immer. Wie viele verschiedene sind das? 6 oder 8? Ich kann gerade nicht ganz sprechen, irgend sowas. Mach nicht fertig. Und dann spielen wir ein bisschen Domino. Ich muss erstmal zwei gleiche finden. Oh. Oh. Das ist wieder schlechter. Danach trinke ich noch, Mensch, ärgere dich nicht. Du bist schon wieder warm. Vor allem die Kinder, die alles gar nicht da. Die Kinder spielen das. Nee. Sehr geil. Man tut das im Bauch weh. Ja. Oh. Ja. So, hier ist ja schon allgemeine Nachtruhe angetreten. Ja, Micha und ich hier trinken noch die letzten Reste jetzt hier weg.
Der Rest schläft schon. Komm mal vorsichtig hier rüber, Finn. Und Carsten, gute Nacht. Im Zelt nasser als draußen. Aber heute Nacht hat es auf mich geregnet. Weil hier von diesen Dingern hier richtig schwellweise das Wasser irgendwie von diesem Zelt abläuft, hier rein und dann direkt in mein Gesicht. Plätschern ist die ganze Nacht. Und ich bin morgens irgendwie da so los. Egal. Mein Bett ist jetzt nass, mein Schlafsack ist nass. Ja, aber ich habe gut geschlafen. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Dann wird der ganze Müll entsorgt, wie sowas hier und so weiter. Oh, ist der Carsten. Carsten ist unglaublich fit morgens. Aber abends dann dafür. Abends ist er der Erste, der weg ist, und morgens ist er der Erste, der hier ist. So. Man so alte Männer an. Was ist denn mit ihm da? Was ist denn mit ihm? Um 7. Ey, das ist Ausschlag. Da scheint mir nicht nur so ein Arschloch. Ich bin seit halb 4 munter. Halb 4 munter. Ey. Ich bin seit halb 12 auf, ey. Ja. Ey, Junge. Das ist Robert, weil schön, dass ich muss jetzt mein Trümmersattel. Ist, ja, ich habe jetzt hier aktuell die Batterie nochmal aufgeladen. Die Etage entsorge ich. Die hat mir, die blättert ab. Weiß auch nicht. Und jetzt ist meine ganzen Klamotten sind voller blauer Glitter. Ansonsten alles im grünen Bereich. Wir machen jetzt erstmal Frühstück, Kaffee und ja, dann starten wir. Ich habe heute fast 200 Kilometer vor mir. Das ist fast so eine Megastrecke wie am ersten Tag. Nee, am ersten Tag. Ja doch. Deshalb heißt heute Kaffee. Kaffee? Ja, dass ich ich muss meine Kartusche, die ich gestern gefunden habe, muss ich jetzt erstmal füllen, damit ich unterwegs dann auch Kaffee trinken kann. Morgen, ihr Luschen! Allgemeine Packstimmung hier am Start. Naja, doch noch nicht so. Oh. Jetzt, spätestens jetzt werden wir wach. Wenn wir jetzt noch nicht wach werden, werden wir spätestens jetzt wach. Gut, ich gehe jetzt nochmal schön aufs Klo und dann muss ich mich heute mal ein bisschen sputen, dass ich nicht mal der Letzte bin beim Abbauen. So, eines der besten Gadgets auf der ganzen Fahrt wollte ich hier nochmal kurz zeigen. Das ist nämlich hier, also wenn ihr mal Moped fahrt oder so, ich habe das Zelt, den Schlafsack und meine Luftmatratze, mein Schlafsack übereinander gewurschtelt. Hier das Kissen vorgemacht und das ist jetzt nämlich eine richtig geile Rückenlehne, sozusagen meine Selfmade Sissy Bar. Da kannst du dann während der Fahrt dich immer schön anlehnen und so. Das war wirklich ein cooles Gadget, was ich bei der nächsten Fahrt auch wieder so bundeln werde. Richtig cool, ja. Ansonsten wieder Stopfsystem, wo noch was reinpasst, wird was reingestopft, aber Hauptsache merken wo, damit man es dann auch irgendwann findet. Ja. Komplett, also mein Kistenschlafsack, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch so eine Nacht drin pennen könnte. Es ist alles nass.
Hauptsache, ich finde da noch irgendwo einen trockenen Schlüpfer drin, weil den werde ich heute noch mal wechseln. Eventuell auch trocken. Und damit ich dann auch wieder erhobenen Haupts zu Hause vom Moped steigen kann. So, ich komme jetzt gerade aus der Dusche, habe mich ein bisschen frisch gemacht und habe gemerkt, dass das kleine Mädel vom Campingplatz, was mir das Tattoo verkauft hat, die mich verarscht, das ist einfach wieder weg. Das kann wohl nicht wahr sein. Gut, also wir sind jetzt schon fast fertig mit Packen. Und hier auf der Seite, hier werden jetzt noch die letzten Utensilien getrocknet. Sitzkissen von Carsten. Die Halstücher, Handschuhe. Ja. Helme von innen. Geht schon alles. Boah, das geht ganz schnell. Das trocknet super schnell, ey. Geil. Nur meine Handschuhe halt, die sind so fett. Die kriege ich nicht trocken. Egal, Hauptsache mein T-Shirt, dass ich das wieder anziehen kann. So, in alter Frische. Heute sind wir besonders früh fertig. Geht's weiter zum Bäcker. Frühstück. So, Endspurt. Und jetzt wird hier noch mal einer zurecht gemurkst. Jetzt liegt es am Ende doch vielleicht am Gasbautenzug. Ich habe da unten eben gezogen. Was meinst du, wie hoch die dreht? Ja, scheiße. Du hast dich noch machen lassen, oder ja, nicht? Ja, ja. Machen lassen, ne? Ja, machen lassen. Kumpel hat es mir gemacht. Lass niemals andere Leute an deine Karre. Nee, ist wirklich wahr, ey. Dann musst du mal alles selber machen. Also ohne Gasbautenzug drehen. Das ist wie mit der Karre von André. Der hat die auch weggebracht und der hat nur Murks gemacht an der Karre. Das ist der Bautenzug. Hä? Das ist der Bautenzug. Hier. Was? Ist der jetzt? Jetzt ohne Bautenzug. Guck mal, wie weit du drehen kannst. Bis zum Anschlag. Zeig mal. Ja, das ist wie bei mir jetzt. Also ist es ein falscher Bautenzug. Aber da kannst du jetzt auch nicht viel machen, oder? Ich habe nur einen Bautenzug mit. Was ist das für ein Aufwand, das Ding reinzumachen? Ist es zu lang, oder was? Ich verstehe es nicht. Ja. Der ist zu lang. Mhm. Nein. Ich kann den noch einhängen und ich kann drehen. Ja. Dann ist es, als wenn der irgendwo gegenkommt. Oder... Hast du eben gesehen, wenn ich hier dran ziehe, wie hoch die, wie die geballert hat? Ja, ja, klar. Und da drinnen ist kein Anschlag. Ich hab, wenn ich hier dran hochziehe, ist kein Anschlag. Sollen wir da erstmal was zwischen machen? Hier noch? Damit das Loch länger wird? Ich habe schon ganz reingedreht, soweit es geht alles. Habe ich aber. Dass der Gas auf. Ja, das ist natürlich. Dann gibt er nämlich mehr Gas und weniger Öl, ne? Dass er den Gasbautenzug auf die Ölpumpe gemacht hat und umgekehrt. Hm. Bestimmt. Ja. Dann kriegst du die ganze Zeit auch zu viel Öl. Zu wenig Sprit, zu viel Öl. Also wir haben vielleicht das Problem gefunden, dass die Karre nicht zieht, denn ist hier ist Öl. Ein Bautenzug, der öffnet hier gleichzeitig den Schieber vom Vergaser und von der Ölzufuhr. Und die Ölzufuhr blockiert sozusagen den Schieber vom Vergaser, dass der richtig hochkommt. So. Weißt du? Hier, der hier ist das. Hier, den ich in der Hand habe. Tatsächlich. Wenn der jetzt zusammengebaut ist, der neue, dann kannst du ja gucken, was wohin führt. Soll die Leuchten von oben rein. Oder? Hast du deinem Schrauber dafür was bezahlt, dass der das gemacht hat? Das mache ich schon wieder mit ihm. Wir mache ich mit euch. Mache ich mit euch schon wieder schier. Okay, das machen wir jetzt hier auch mal nicht im Video. Der hat er gefettfingert. Echt? Gegriesknaddelt. Was verfotzt hat er hier? Das war mal kein Bedienerfehler. Die ganzen auch Bautenzüge verfotzt und Bedienerfehler eingebaut. Hm. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, es muss einfach eine neue Tour geben nächstes Jahr. Tatsächlich sind wir schon noch mal überlegen, wo es nächstes Jahr hingeht. Und dann grundsätzlich war die Tour mega. Also hat meine Erwartungen schon ein bisschen übertroffen. Und ja, jetzt lassen wir die Karre erstmal warm laufen und sehen dann, was das gebracht hat. Der Carsten, der wird hier gleich über den Platz donnern. Ey. So, Abflug. Wir suchen uns jetzt unseren Bäcker oder unseren
Markt, wo wir uns was zu essen kaufen können. Ja, und dann geht es weiter zum Scheidepunkt sozusagen. Haben wir uns so ein bisschen zu früh gefreut. Die Karre fährt jetzt doch nicht schneller. Haben wir hier mal angehalten. Der André wäre mir fast hinten raufgekachelt. Kleine Bremsspur gibt es noch. Dazu gratis. Der Carsten hat angehalten, weil die Blase drückt. Und das passiert auch öfter. Erledige ich das auch gleich. Mit deiner Karre haben wir uns ein bisschen zu früh gefreut, ne? Aber gefreut. Ja. Ich fährt stabil auf. Stabil. Wie am Anfang, sage ich mal so, ne? Als wir losgefahren sind. Obwohl, als wir losgefahren sind, hattest du auch mal eine 50. Die hast du jetzt nicht mehr. Das war beim zweiten Fall. Ja. Aber mein Kofferraum war offen. Ja. Na gut. Ist der Schlüssel schon wieder weg? Oh. Guck mal im Helmfachschloss. Hast du gefunden? Na, sag ich doch. Also, ich habe jetzt noch 50 Kilometer, bis wir uns trennen. Das heißt, ich muss jetzt aber noch einmal tanken. Wer muss noch tanken? Wisst ihr, wir müssen noch mal tanken. Weil ich habe es ja noch ein bisschen weiter nach Haus. Und ja, da mache ich irgendwo einen Abstecher quer durch. Da spare ich mir ein paar Meter. Wetter spielt mit. Wir hatten nur einen richtig doofen Tag. Das war gestern. Heute ist wieder gut. Oh. Ich gehe jetzt dort aufs Klo. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Im Einkaufswagen oder so. Genau. Okay. Das ist richtig schön durchläuft. So, letzte Pinkelpause, kurz vor Gardeleben, und dort werde ich mich dann von meinen Leuten hier trennen. Ich fahre eine andere Richtung, ich fahre quer durch Richtung Harz. Ja, haben wir jetzt noch ein paar Kilometer. Wir waren gerade alle ziemlich durch, diese Strecke hier. Diese Strecke ging nur geradeaus. Da schläfst du echt fast ein, mein Freund. Alter, wie schnell die hier waren. Naja, weiter geht's. Wir haben jetzt noch mal kurz Lage gecheckt, wo und wie wir uns trennen. Dann fährt jeder alleine nach Hause. Naja, nicht jeder. André bleibt ja noch, der hat noch eine zweite Karre am Start. Aber jetzt geht es dann. Jetzt geht es erstmal weiter.
ist der Horst. Hier trennen sich nur die Wege. Ich fahre da weiter Richtung Helmstedt. Der Rest fährt da weiter. Dann komm gut nach Hause. War cool. Müssen wir erstmal alles ein bisschen verdauen jetzt, glaube ich. So. Meld dich mal, ne? Meld dich auch. Hier, ne? Sicher, also. Okay, ja, meine geile Karte. Gerne wieder. Das Pennen ging auch gut. Letzte Nacht, hast du losgehalten? Ja. Noch mal das Wasser, was von oben kam. Ich mach mal kurz Pause. Ist aber auch ein gestylten Bad hier vom Badwind. War schlimm, oder? Nö. Okay. Carsten fährt jetzt doch noch ein Stückchen mit mir mit. Und da trennen sich dann die Wege endgültig. Ne? Wenn die Karre denn will. Jetzt hat er da irgendwas reingeschüttet und er hat den Verdacht, dass es Diesel war. Und die läuft jetzt nach dem Nachtanken noch beschissener, oder was? Ja, okay. Vielleicht war der schon alt jetzt. Mit. Na gut, so. Für mich geht es heute Abend auf Seefest, ein Saufen. Ein bisschen Abwechslung und Saufen. Saufen. Morgen auch Seefest und Saufen. Gut. Jetzt mache ich mal die Kamera aus. Ja gut, hat man es, ne? Hast du was? So, sie sind weg. Kannst die Drossel ausbauen. Na, ich muss auch noch tanken. Helmstedt, aber meine Tankanzeige geht plötzlich wieder. Meine zeigt hier total was Falsches an. Mein Blinker geht auch plötzlich wieder. Ja, ist doch cool. Verrückt. Schön, dass du dabei warst. Ja, du auch. Grüße. Und melde dich später mal. Melde dich, ne? Alles klar. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. So, ihr Lieben. Hier endet der Film. Für mich geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Ich habe jetzt noch 80 Kilometer zu fahren, aber ich gebe jetzt Vollgas und fahre jetzt nach Haus. Einmal tanken noch. War eine geile Sache, Leute. Absolut mega. Ich habe ein bisschen Schiss gehabt, dass wir doch einen Ausfall haben oder dass nicht alle mitmachen. Man weiß es ja nie. Im Endeffekt, ich kann das alles gar nicht verarbeiten jetzt im Moment, was wir alles erlebt haben. Ja, lasst doch jetzt mal den Daumen da, einen coolen Kommentar, die Glocke oder abonniert meinen Kanal. Dann kommen auch neue Videos, neue Abenteuer. Wir haben tatsächlich im Hinterkopf, sowas nochmal zu wiederholen. Gut, und nun geht's für mich nach Hause und dann bald in ein neues Leben. Bleibt dabei, es bleibt spannend, es bleibt oldschool. Also, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder heißt, ganz oldschool und unplugged, mit mir unterwegs, eventuell auf einer Moppetour, auf einer anderen Tour oder auf irgendeinem verrückten Abenteuer in diesem Sinne. Macht's gut. Ciao, Ikoski. Bis dann, immer.